Gaudete, freuet euch, so heißt der dritte Adventssonntag in der katholischen Kirche. Diese Aufforderung stammt aus dem Philipperbrief, doch es fiel schwer, das im Gottesdienst umzusetzen. Gleich zu Beginn erinnerte Weihbischof Anton Losinger an die schrecklichen Ereignisse in den USA. Gerade heute an diesem Tag kommt natürlich das Bedrückende mit herein. In Newtown in Connecticut sind 20 Kinder getötet worden durch einen Attentäter. Eine unbegreifliche Belastung und für die Familien ein ungeheures Leid. Ich denke, dass gerade ein Gottesdienst die Form ist, die für Eltern, für Betroffene Trost spenden kann, wo uns als Menschen eigentlich die Worte fehlen. Fehlende Worte, die erkennt Losinger auch in vielen jungen Menschen und Familien. In seiner kurzen, aber prägnanten Predigt verwies er auf eine religiöse Sprachlosigkeit, die viele erfasst habe. Die Botschaft des Heiligen Evangeliums besser zu vermitteln, das sei deshalb eine wichtige Aufgabe der Zukunft. Die gesamte Kirche muss gerade in diesem Jahr des Glaubens noch kreativer werden, um Wege zu entdecken, junge Menschen mit der Antwort auf die Fragen nach dem Sinn ihres Lebens zu beschenken, ihnen das Evangelium mit auf den Weg zu geben. Und da sind verschiedene Möglichkeiten. In meinem Verantwortungsbereich würde ich sagen, auch im Bereich Schule, Religionsunterricht dürfen wir niemals zu kurz treten. Kürzer treten, das sollten die Menschen gerade auch in der Weihnachtszeit. Hektik, Stress und Druck, all das müsse zurückgefahren werden. Besinnlichkeit und zur Ruhe kommen, das sei wichtig. Die Menschen haben ja in unserer Neuzeit ein interessantes Sprichwort geprägt, das lautet: Das Handgelenk, an dem die alten römischen Galeerensträflinge ihre Ketten trugen, da tragen wir heute die Armbanduhr. Und ich würde sagen, gerade auf Weihnachten zu, sollte man sich nicht in Versuchung führen lassen, das Tempo zu erhöhen, sich nervös machen zu lassen und Stress zu verbreiten, sondern zu entschleunigen und sich einfach auch einmal in einer gewissen Ruhe und Stille den Fragen zu widmen, die das Kind in der Krippe, der geborene Menschensohn, für uns mit sich bringt. Aber nicht nur mahnende Worte hatte der Bischof mitgebracht. Denn nicht zuletzt aufgrund des runden Geburtstags von Pfarrer Roland Buchenberg war Anton Losinger ins Allgäu gereist. Ich kenne ihn seit mehr als 30 Jahren, seit der Ministrantenzeit in St. Lorenz, über das Studium bis heute. Und das war mir ein Anliegen, ihm heute in diesem festlichen Gottesdienst zu gratulieren und Segen zu wünschen. Es ist ein ganz besonderer Tag. Der Herr Weihbischof hat sicher auch gerne ganz normale Gottesdienste, wenn man die überhaupt so bezeichnen kann, wie heute. Und es war eine ganz große Freude, einen Bischof heute in Waltenhofen zu haben. Ich sehe das als Wertschätzung auch der Arbeit, eben was meine Leute im Pfarrgemeinderat, Kirchenverwaltung, was in meine Pfarreien tun, dass ein Bischof sich die Zeit nimmt, sie zu besuchen. So bleibt sie also doch, die Botschaft des Adventssonntags. Gaudete, freuet euch!